Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und wir kommen zu einem Video, was wir schon einmal gemacht haben. Wir erlösen Krypto-Pokémon, sondern wir entwickeln Krypto-Pokémon und zwar die zweite Welle. Das habe ich ja schon mal gemacht, als neue Krypto-Pokémon angekündigt waren, habe ich versucht, mir die ganze Familie zu holen, von jedem immer schön gesammelt. Ich habe natürlich die Entwicklungen schon weggeschickt, wenn es Entwicklungen schon so zu fangen gab, dass wir jetzt durchgehen und mal gucken, was gibt es denn jetzt alles. Und die Frage natürlich, habt ihr auch schon alle Krypto-Pokémon, die es bisher gibt, gesammelt? Habt ihr schon gegen alle gekämpft? Krypto? Denn damals haben wir ja angefangen mit Bisasam, Bisaknosp, Bisaflor, Glumanda, Glutexo, Glurak, Shigi, Shilluk, Turtok. Ihr wisst das ja, was schon alles da war. Und dann wurde eine neue Welle eingeführt, nenne ich es mal. Und es wird sicherlich bald wieder eine neue Welle kommen. Jetzt wurde ja auch mittlerweile auch Krypto-Pinsir im Code gefunden. Das wird also auch bald reinkommen und alle freuen sich schon, wenn Kaumalat endlich reinkommt, um ein gutes Kaumalat zu bekommen und Bonbons zu farmen. Wir gehen aber jetzt mal hier drauf, denn was haben wir noch nicht? Genau, Quapsel gab es zum Beispiel neu in der zweiten Welle als Krypto-Pokémon. Das heißt, wir werden jetzt hierher gehen und werden mal ein Quapsel entwickeln. Wie immer, das Höchste machen wir zur letzten Stufe und das Niedrigste lassen wir so wie es ist, sodass wir eben die ganze Familie auf der Hand haben. Quapsel wird natürlich zu Quapuzzi, wie ihr hier seht, ist ein bisschen größer und die Spirale auf dem Bauch dreht sich mittlerweile andersrum. Wir wollen das jetzt entwickeln zu, das hat am meisten WP, also nehmen wir Quappo. Denn Quappo ist richtig genial. Danach müssen wir noch ein Quaxo machen. Das machen wir aber aus dem zweithöchsten, denn ich finde immer noch die Generation 1 Pokémon am genialsten, am schönsten, am besten. Die kenne ich auch richtig auswendig, wie meine Westentasche. Das Quappo lassen wir also hier stehen. Nehmen das zweithöchste. Nee, warte, was redet der? Das ist ja genau, das ist ja jetzt das zweithöchste in dem Sinne. Da machen wir wieder ein Quapuzzi draus und natürlich dann ein Quaxo. Habt ihr auch schon Quapso als Krypto entwickelt? Damit die ganzen Schatten auch unten weg sind, machen wir das natürlich. Wenn es ein gutes ist, kann man es auch erlösen, um sich 100er zu holen. Aber wer nur für die Medaille erlösen möchte, dem würde ich davon abraten, die 3000er und 5000er zu entwickeln. So, wir nehmen jetzt hier also den Kingstein und entwickeln ein Shadow Quaxo. Ich habe mich damals immer aufgeregt, wenn immer Zubat kam, Zubat hier, Zubat da, Radfratz hier, Radfratz da. Mittlerweile freue ich mich aber, wenn Zubat oder Radfratz aus der Belohnung kommen, denn die könnt ihr schön mit 1000 Sternenstaub erlösen für die Medaille. Das ist besser, als wenn ihr hier für 3000 ein Quaxo erlösen würdet. So, und das machen wir jetzt eben noch zum Quapuzzi, dass die Quapsel-Familie komplett vollständig als Shadow-Pokémon im Beutel verweilt, damit auch schön alles zugemüllt ist. Ihr könnt natürlich auch Relaxo, Dratini sowas erlösen, da gebt ihr gleich 5000 Sternenstaub aus. Wer so viel hat und so viel ausgeben möchte, kein Problem. Ich sammle in letzter Zeit also immer Zubat und Radfratz. Auch Carbador ist da ein guter Anwärter. Hier habt ihr jetzt also Slimer, da werden wir auch das Höchste entwickeln zu Slimog. Da ist kein Schatten mehr da. Da habe ich nämlich schon ein Slimog so bekommen, aus einer Belohnung, habe das aber weggeschickt, weil ich es ja eben jetzt fürs Video entwickeln möchte, dass ich euch auch was zeigen kann. Das sieht doch richtig genial aus. Das ist sowieso schon so lila. Man hat auch noch diesen lilanen Dampf um sich rum, diesen Schleim dazu. Das passt wunderbar, wie ihr hier seht. Immer schön die roten Augen. Genauso haben wir hier Traumado, was wir eben zu Hypno entwickeln wollen, dass wir da auch die Familie vollständig haben. Dragosso ist der nächste Anwärter, gab es eben auch neu. Was ich bis jetzt am wenigsten gefunden habe, war Carbador. Carbador also richtig selten, meiner Meinung nach. Habe trotzdem 3 Stück gehabt. Habe aber, glaube ich, 1 schon weggeschickt. Aber wir sind noch nicht bei Carbador. Jetzt haben wir also Traumado und Hypno. Das höchste Dragosso werden wir machen als Knogger. Da ist noch ein Schatten da. Das ist also wieder ein neuer Eintrag. Als nächstes würde dann Sichlor kommen. Und Sichlor, da bin ich schon ganz gespannt. Ich habe, glaube ich, noch gar keinen Shadow Sherox gesehen. Also von anderen jetzt nicht. Ich habe es ja noch nicht entwickelt. Als Belohnung gibt es das auch, glaube ich, gar nicht. Aber ich habe auch noch nirgendwo in der Arena ein
Krypto-Sherox entdeckt. Wir werden wieder einen Metallmantel nutzen und ein Krypto-Sherox daraus basteln. Oder Shadow-Sherox, sage ich auch mal hier. Sammelt ihr auch die ganzen Familien natürlich, die Shiny-Familien, die normalen Familien, jetzt die Krypto-Familien, also das nimmt wirklich überhand. Am besten ihr sammelt auch noch alle Erlösten als Familien, dann reicht der Platz wirklich vorne und hinten nicht. So, das Carbador lassen wir mal kurz, wir gucken nochmal runter, was noch so dabei ist. Hunduster haben wir auch, habe ich aber leider schon die Entwicklung gehabt, Hunduster und Hundemon. Das noch eins, denn das Carbador will ich als allerletztes machen. Carbador nämlich richtig genial. Und ich finde es immer schön, sich so kleine Ziele zu setzen. Manche, die sammeln die einfach und erlösen, sammeln, erlösen, sammeln, erlösen oder entwickeln das einmal und schmeißen dann alles weg. Aber so eine kleine Sammlung von diesen Shadow-Pokémon, von diesen Krypto-Pokémon, finde ich eigentlich ganz genial. Drassler, da musste man auch gucken, dass man da 4 Stück bekommt. Und wir machen erstmal ein Kirlia, das ist also ein weibliches, sprich, das könnt ihr nicht zu Galagladi entwickeln und müsst ein Gaudevoir draus machen. Das zweite ist dann hoffentlich ein männliches, dass ich das zweithöchste zu Galagladi machen kann. Drassler eigentlich auch relativ selten, finde ich, wurde ja dann auch erst noch eingeführt. Und ihr seht es hier genau, für 100 Bonbons entwickeln wir jetzt Kirlia zu Gaudevoir. Wer hat schon ein Krypto-Gaudevoir oder Galagladi in seiner Sammlung, der schreibt es mal in die Kommentare. Der Ramses, der schwitzt schon wieder, obwohl es draußen regnet. Man könnte auch einfach sagen, ich bin in den Regen gekommen und nass geworden. Das ist also auch richtig cool. Gaudevoir hier entwickelt. Das zweithöchste nehmen wir. Das ist ein männliches. Das passt sehr gut. Da können wir also das Galagladi draus basteln. Und beim dritten ist es dann wieder egal, wenn wir das Kirlia machen, das geht ja sowieso, egal ob männlich oder weiblich. Und dann fehlt nur noch Carbador. Carbador habe ich gesehen, das Krypto-Garados haben manche ja als Buddy genommen, das finden die richtig cool. So, hier unten, da müssen wir leider einen Sinostein benutzen, machen wir aber gerne. Ist nämlich noch als Schatten da, wird jetzt auch weggemacht als Schatten. So viel Liebe im Detail, alles wegmachen, alles entwickeln, alles sammeln, alles auf der Hand haben. Und zum Glück gibt es die Kryptos nicht als Shiny, sonst müsstet ihr dann nochmal und nochmal und nochmal. Das wäre natürlich richtig genial, wenn man ins Irrenhaus möchte. Galagladi, jetzt also auch hier in der Sammlung. Und das ist eigentlich egal, die sind beide bei 20. Wir entwickeln trotzdem das hier noch zu Kirlia, gehen zum Carbador und sind dann eigentlich fertig mit der zweiten Welle Krypto-Pokémon. Jedes Mal besiegt, jeden Rüpel mal verprügelt, jedes in seiner familiären Form auf der Hand entwickelt, genug gesammelt. Das ist richtig genial. Das Carbador fehlt noch und damit laufe ich sogar jetzt als Buddy. Das ist sehr schön. Ihr seht, es ist noch ein Schatten unten da. 400 Bonbons kostet das noch. Das werden wir jetzt entwickeln zum Garados und das kann auch gleich der Buddy bleiben. Solange wie das Wasser-Event eben noch läuft, das Wasserfestival, wisst ihr ja, mit Carbador braucht ihr eigentlich 1 Kilometer pro Bonbon und während des Wasserfestivals nur 500 Meter pro Bonbon. Da können wir also noch ein paar Garados-Bonbons, also Carbador-Bonbons mitnehmen. Garados 736 und immer noch über 8000 Bonbons übrig. Das sieht genial aus und jetzt ist die zweite Welle auch komplett. Ihr seht hier die ganzen Familien da, alles was bisher so da war. Ein paar sammeln sich halt unten weiter an. Hydropi haben wir auch alle bekommen. Drassler bin ich auch froh drüber. Hier seht ihr nochmal den Buddy natürlich, das Krypto-Garados, wie es neben mir rumwuselt. Habt ihr schon Krypto-Garados? Habt ihr die Familien alle vollständig? Fehlt euch irgendeins, was ihr noch gar nicht habt, auch noch nicht dagegen gekämpft habt? Dann schreibt es mal in die Kommentare. Das war's aber von meiner Seite aus. Hier ist eine weiße Arena, da geht auch gleich noch ein Fünfer auf. Und ich würde sagen, ja, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Ramses.